Baby. Robin means business. RaceHome wird präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, die echte Simulationshardware. PlayStation, for the gamers. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von UpSportsline. Hallo erneut bei Race Home, unser RCCO Charity Racing Series. Zum zweiten Mal bereits in dieser Woche, nachdem wir ja schon einen Rennen im Bathurst der Mini-Nordschleife gefahren sind. Und jetzt sind wir hier auf dem Original, der echten Nordschleife. Als wir das Angebot bekommen haben, Teil des Let's Play-Wochenendes zu sein, haben wir keine Sekunde gezögert, dieses Rennen möglich zu machen. Mike Rockenfeller, der Mitinitiator von Race Home, ein ganz, ganz großer Fan der Nordschleife und eigentlich auch alle anderen Fahrer im Starterfeld freuen sich unglaublich auf dieses Rennen. Und auch unser Co-Host, unser Experte Tom Christensen, der Le Mans-Rekordsieger, ist ein Fan der Nordschleife, oder Tom? Great circuit and ja, of course, tolle Strecke, sagt Tom Christensen. Und jetzt ist die Strecke 25 Kilometer lang. Da sind einige bekannte Namen, Fuchsröhre, Bergberg, Pflanzgarten und der Schwalbenschwanz. Alle großen Namen für diese wirklich lange und herausfordernde Strecke. Geht hoch und runter, viele blinde Kurven, die Kurven hängen nach innen, außen und wir haben natürlich das weltbekannte Karussell dabei, erfordert eine Menge Konzentration und ja, der es am besten macht, der steht am Ende vor. Das Rennformat heute für die Zuschauer, die schon öfters zugeschaut haben, ein ganz klein bisschen anders. Normalerweise fahren wir ja Q1, Q2 und Q3. Da kommen dann jeweils die Sieger weiter. Aufgrund der Länge der Nordschleife fahren wir ein einziges Qualifikationsrennen mit allen Autos. Über das Format, über die Hintergründe von Race Home und was alles so in den letzten Tagen passiert ist, da möchten wir Sie jetzt informieren. Die Klasse 1 Rennwagen machen einfach unglaublich viel Spaß zum Anschauen und auch zum Fahren. Jetzt geht es nur noch darum, die Saison endlich zu starten. Die Garagen der DTM sind erst einmal zu, auf unbestimmte Zeit. Stattdessen machen wir die PlayStation zur Race Station. Die RCCO Hashtag RaceHome Charity Racing Series entstanden auf Basis der RCCO eSport Series. 15 Autos im Feld und diese beiden zeichnen dafür verantwortlich. Thomas Vogt und Mike Rockenfeller. Der DTM-Champion von 2013 und der Rekordmeister der Slotcar-Rennserie RCCO. 18 Titel, 106 Siege. Früher in der Chefredaktion bei Rally Racing und als Journalist auch immer wieder mit diversen Renneinsätzen. Wann Mike Rockenfeller wieder seinen DTM-Boliden pilotiert, ist offen. Deshalb nun Hashtag RaceHome für einen guten Zweck. Ja, die ganze Welt steht wegen des Coronavirus aktuell ziemlich still und so natürlich auch der Motorsport. Wir haben viele Freelancer, die im Motorsport arbeiten und die trifft es extrem hart, weil die haben plötzlich kein Einkommen mehr und deswegen ja wirklich schwierige Zeiten. Genau den Menschen würden wir gerne helfen mit unserem Projekt Hashtag RaceHome, das wir jetzt in ganz kurzer Zeit zusammen mit Audi aufgesetzt haben. Und was extrem cool ist, dass meine 5 Audi DTM-Fahrerkollegen direkt zugesagt haben und ich so mit denen ja jede Woche auf der PlayStation virtuell Rennen fahren kann und das Ganze, und das ist das Wichtigste, für einen guten Zweck. Gegen unsere Fans bei Race Home anzutreten, ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, nicht nur für sie, sondern auch für uns.
Wir verbringen online Zeit zusammen, duellieren uns. Wir können manchmal sogar etwas von ihnen lernen. Das hat man bei den ersten beiden Rennen gesehen, die von unseren Gastfahrern gewonnen wurden. Sie sind richtig stark im Gran Turismo und kommen mit dem Audi e-tron Vision Gran Turismo sehr gut zurecht. Das zu sehen, macht Spaß. Yeah, everything was pretty well so far. Bisher lief alles prima. Ich verwende noch immer den Controller und hoffe, bald Pedal und Lenkrad zu haben. Aber es macht auch so Spaß. Es geht ja darum, dabei zu sein. Wir haben eine gute Zeit. Ich freue mich auf weitere Rennen, aber nicht mehr zu viele, denn natürlich wollen wir so bald wie möglich zurück auf die Rennstrecke. So, hopefully there is a bit more to come. But not so much, because for sure we were gonna go back on track as soon as possible. Der Audi Race Home Event macht jede Menge Spaß. Es ist schön, das mit meinen Teamkollegen zu machen. Wir haben es natürlich schon lange nicht mehr gesehen. Deshalb ist es toll, das zusammen für einen guten Zweck zu tun. Wir bekommen von den Fans jede Menge Designs. Die Auswahl ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist toll, dass die Fans sich so viel Mühe geben, um ein Auto zu gestalten. Da sind wirklich tolle Ideen dabei, egal ob klassisches oder modernes Design. Daraus auszuwählen, macht richtig viel Spaß. Für mich selbst ist ein gut aussehendes Rennauto immer auch ein schnelles Rennauto. Zumindest war das bei mir in den letzten Jahren der Fall. Wenn das Auto gut aussah, war es auch schnell. Das gehört für mich somit zusammen. Alles, was ihr tun müsst, um selbst dabei zu sein, ist ein cooles Design für den Audi e-tron Vision Gran Turismo zu entwerfen. Der wöchentliche Sieger wird von den 6 DTM-Fahrern von Audi ausgewählt und dann zum nächsten Race Home Event eingeladen. Race Home hat ein einzigartiges, kompaktes Rennformat für spannende Rennen. Normalerweise beginnt es mit 3 kurzen Qualifying-Sprintrennen. Wegen der Länge der Nordschleife gibt es dieses Mal nur ein Qualifikationsrennen, in dem die besten 3 direkt in das Halbfinale einziehen. Aus Q4 kommen dann nochmal die besten 3 in das Halbfinale. Die Top 6 fahren das Halbfinale, ein weiteres Sprintrennen. Und das alles endet im Superfinale, einem Shootout der besten 2 Fahrer über eine einzige Runde. Und bei den ersten 5 Rennen hat das Race Home Format für jede Menge Action gesorgt. The final corner approaches. Robin Freins has got his nose in front. Through the bus stop. He makes an absolute horrific mistake. And that hands it to Alexis Chambon. Freins is not done yet. Oh, very nearly a photo finish by 5/100ths of a second. There's the pit in. Dries Van Toor, I think, has done enough to be victorious in Barcelona. So as they run uphill now, you can see Jamie Green is throwing absolutely everything at it here. Can he catch Nico? Oh, not trying to do the Jamie again. Too far back, I think. I think you are, Jamie. I try not to do a Robin. What a shame. Go left there. Nico Müller is victorious. Don't worry, man, I'm coming. No. Express delivery. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Well, apologies for the colourful language from our delivery driver, okay. Then, as he says. Express delivery. Express means that Nico Müller leads from Christopher Haase. Sorry, mate. And across the timing line. Wow! Nico Müller wins. Congrats. Nach 3 Podiums und 2 Siegen in Folge führt Nico Müller also die Fahrermeisterschaft an. Bei den Teams liegt das Audi Sport Team Up Sportsline dank Nico Müller und Robin Freins deutlich an der Spitze. It's Showtime. Seit dem 3. Lauf in Interlagos werden die Race Home Events auch von Audi Sport auf Twitter und Facebook übertragen und das Interesse der Fans ist riesengroß. Der Sieger von Barcelona ist zurück. Dries Van Toor, im letzten Jahr Gewinner des 24-Stunden-Renns auf dem Nürburgring, fährt auf der Nordschleife erneut den schwarzen WRT Audi. Nach seinem besten Ergebnis bei Race Home mit einem 4. Platz in Bathurst
wird René Rast heute fehlen. Er hat eine andere Verpflichtung. Das sind gute Nachrichten für alle DTM-Fans. Die Tourenwagen-Rennserie kehrt mit offiziellen Testfahrten vom 8. bis 11. Juni auf dem Nürburgring zurück auf die Rennstrecke. Nomen est Omen. Er heißt Green Hell Driver und sein virtuelles Zuhause ist die Nordschleife. Werden die DTM-Piloten in der Lage sein, ihn zu schlagen? Erneut dabei ist heute Stefan Walter, der bei der Versteigerung das höchste Gebot abgegeben hat. Die grüne Hölle lädt ein und die Fahrer folgen. Yeah, hier stehen sie aufgereiht. Yeah, it was very cool how you move on the straight. Like. Duval und Mike Rockenfeller unterhalten sich dann noch. Green Hell Driver, unser Gaststarter Patrick Jaczynski steht ganz vorne. Ihm gehört ringfiziert Sim Racing und er hat sich hier im Design Contest durchgesetzt und darf deswegen teilnehmen. Aber da gibt es schon mal einen nicht ganz so glücklichen Start von Roland Zumsande. Der bleibt da einfach auf dem Grid stehen. Aber Green Hell Driver hat die Nase vorn. Die Kumula auf der 2 wird aber abgeräumt von Michael Niemers. Hier sehen wir jetzt den Zweitplatzierten. Das guckt sich unser Rennleiter Frank Bieler nochmal genau an. Der fünffache Le Mans-Sieger auch an diesem Wochenende wieder mit dabei. Niemers steht unter Druck von Robin Freins, aber die Jungs können es im Moment noch mal etwas ruhiger angehen lassen. Noch sind wir auf dem verkürzten Grand Prix-Kurs unterwegs. Biegen dann erst gleich ab in Richtung der Nordschleife, die an sich betrachtet knapp über 20 Kilometer lang ist. Plus die etwas über 5 Kilometer, die hier mit dem Grand Prix-Kurs noch dazukommen. Dries Fantor mit dabei auf der 5. Position. Den sehen wir hier. Einige Siege. I didn't do a lap yet, so. Vereint einige Siege der 24 Stunden vom Nürburgring. Quick learner, Robin, we know you. Fantor. Jahr 2019 ganz oben auf dem Podest gestanden. Also beim letzten 24-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring. Da geht's rechts in die Box und links in Richtung der Nordschleife. Sorry. Audi e-tron Vision Gran Turismo ab. Und jetzt geht's auf die wilde Hatz durch die grüne Hölle. Green Hell Driver hat die Nase noch vorn. Dahinter kommt der Pack. Traffic Jam hier. Dicht auf dicht. Nico Müller da kurz neben der Nase, war nicht Nico Müller. Oh, Scotty. Looks like Patrick, the Green Hill Driver, is a bit off the road. Come on, guys. Rocky auf der 5, Dries Fantor dahinter. Freins führt die Verfolgergruppe an auf Platz 2. Boah, the thing lifts on the Flugblatt is unreal. Er hebt die Vorderachse fast ab am Flugplatz. Boah, ey! Fällt auch unser Motorin, mein Trockenfeller auf. Man! Oh, no! See you later, man. What a toe did you have, man? Oh, no! Oh, Lord! Oh, man, that was hilarious. Mit. I think I passed 3 cars there. Involviert, Rockenfeller kann von Glück sagen. Rückstand aktuell 10 Sekunden. Robin Freins, dem fehlen 7 Sekunden auf den führenden Patrick Jaczynski, der sich riesig freut, dass er hier mit den ganzen DTM-Assen unterwegs sein darf. Da ist der Blick rein bei Dries Fantor. Dries Fantor back at the Nürburgring. Belgier aktuell auf der 3. Position. Das würde noch reichen. Also quasi 3 Qualifikationsrennen, diesmal in einem. Michael Niemers kriegt da leicht eine drauf von Nico Müller. Good old Nico Müller. Championship. Not that old, man. Müller in der Meisterschaft momentan die Nase vorn. 29 Punkte nach seinem Doppelerfolg. Die Frage ist, klappt das auf der Nordschleife genauso gut für den Schweizer? Momentan reicht es nicht für die direkte Qualifikation.
im Halbfinale. Da kommen nämlich nur die ersten drei direkt hin. Don't want to get a yellow card, eh? Alle, die nicht unter den Top 3 sind, müssen sich über I'm coming back. Think about the toe on the Dettinger Höhe. It's only one lap. So, hier geht's durch Bergwerk hindurch. Dries van Thor. Richtung Kesselchen, während Rocky da neben der Strecke unterwegs ist, hält sich Robin Frey stabil auf der Position. I went off the road again. Bettina Schuller und Loic Duval sind da leicht zusammengekommen. Freunde! Freund, der gerade Druck kriegt von Nico Müller. Noch Dries van Thor ist Position des Schweizers. Nach vorne und nach hinten. Man, it's fast. Müller. Jetzt kommen wir gleich in Richtung. Where's the leader? Karussell. It's completely gone, man. Und Döttinger Höhe already. But if you see the name, it makes sense. Döttinger Höhe unterwegs sind, das war Robin. Von Frank Bieler. What do you think I'm trying? Da bleiben keine Fragen, wer hier die meiste Übung hat. Green Hell Driver mittlerweile über alle Berge hier in der Eifel. Patrick Jaczynski. Definitiv einen kleinen Vorsprung. Einen Vorteil. Wahrscheinlich, was die Übungskilometer hier auf der Nordschleife angeht, zumindest im Simulatorbetrieb. Man, this looks quick, eh? It's fast, eh? I think the pictures will be amazing. Oh ja, Mike Rockenfeller, das sind wirklich beeindruckende Bilder, die ihr uns hier liefert. Müller da leicht im Gras. Aber der klebt da förmlich. Come on, Robin! It's my first lap I'm doing in this game. Give me a break. In Richtung Pflanzgarten jetzt unterwegs, die Jungs. Hey, I don't know, but that's Nico Müller hat sich durchgesetzt. Robin Freins ist da so ein bisschen gestrandet. No. Die fünfte Position zurückgefallen. Jetzt ist Michael Niemers, der da innen durchgeht, vorbei an Nico Müller. Aber auch Mike Rockenfeller macht da Positionen gut. Im Hintergrund haben wir gerade Robin Freins gesehen, der an seiner Seite vorbeigegangen ist. Am Schweizer. I let him go again, my friend. Kommt hier gegen Niemers. Rockenfeller setzt sich durch. Maybe that was not so clever. Kleines Karussell. Let's see. Galgenkopf, die Rechtskurve. Go, Robin. Now we're. Dann auf die lange, lange Döttinger Höhe. Windschattenhöhle, die wir jetzt hier sehen werden. That's a long way, the Windshadow Man is coming. Three cars, come on. Rockenfeller auf der 2, Michael Niemers auf der 3, die würden sich direkt qualifizieren, aber Freins kommt ran und auch Nico Müller. You're joking. 375. I'm inside. Oh. Top Speed Duelle da oben. Okay. Niemers. Geht vorbei am Freins, während Patrick Jaczynski sich den Sieg holt. Da gibt es noch ein Gerangel und Riesenkollision in der letzten Kurve auf der Nordschleife am Hohen Rhein. No, you were. It was not your fault. Und hier sind wir jetzt auf Startziel unterwegs. Also, Sieger Patrick Jaczynski, Rockenfeller auf 2 und Michael Niemers auf 3. Alle anderen müssen sich gleich nochmal qualifizieren. Man. That was my mistake. Man! Green Hell Driver. Guys, I hope I'm right. It was the rollout now, right? Exactly. So progressing. Also weiter geht's nach einem wahnsinnig aufregenden ersten Rennen hier an der grünen Hölle. Also Mike Rockenfeller, Michael Niemers sind weiter, aber Patrick Jaczynski, der Ringfizierte, ist in jedem Fall weiter, hat das Rennen gewonnen. Ja, wir haben dich kaum gesehen. Die Jungs hinter mir sind einfach ineinander reingefahren und ich bin nach vorne weggeflüchtet und dann bin ich mein Rennen einfach gefahren.
Ich war überhaupt nicht so schnell. Mike war auf jeden Fall genauso schnell wie ich, aber der hatte seine Probleme. Also sehr gut, Gratulation. Du bist weiter. Und dann gucken wir mal, wo du am Ende rauskommst. Danke. Hallo Michael. Gratulation zum weiteren Fortschritt. Der Windshadow Man. Also auch für dich geht's weiter. Aber wie war es denn auf so einer unglaublich tollen Rennstrecke wie auf der Nürburgring-Nordschleife? Du musst wahnsinnig glücklich sein. Also ich bin super stolz, sagt Michael Niemers, weil ich auf der Nordschleife unterwegs war mit den absoluten Cracks auf der Nordschleife von Audi. Und das ist wirklich großartig. Am Ende war der Windschatten unglaublich. Ich habe 380 km/h auf dem Tacho gelesen. Und das war wirklich einfach fantastisch. Am Ende haben wir quasi alle den Bremspunkt verpasst. Und wir waren noch nie so schnell zuvor an dieser Stelle. Es war einfach beeindruckend. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den weiteren Fortschritt des Rennens. Aber den Anker, den schmeißt du im richtigen Leben bitte ordentlich. Danke. Also, großartig gemacht, du bist weitergekommen, Mike Rockenfeller. Normalerweise fährst du DTM, aber du hast schon einige 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife gefahren in der grünen Hölle. Und ja, jetzt ging es weiter. Danke, Tom. Schön, dich zu hören. Ja, wir sind in Le Mans zusammengefahren, oder gegeneinander, aber auf der Nordschleife leider nie. Ich liebe die Strecke hier, wie du gesagt hast. Ich würde sagen, die ist wahnsinnig schnell. Ich habe wirklich einen technischen Fehler gemacht, über den ich vorher schon oft nachgedacht habe, weil der Windschatten ist Wahnsinn auf der Döttinger Höhe und hier im Rennen, im Simracing ist es sogar ein bisschen mehr. Also ich habe dann überholt und ich wusste, es wird hart. Ich habe auf die Geschwindigkeit geguckt, 340, und Nico war 379 paar Meter hinter mir, also. Und dann ging es nur um Windschatten und wo du dich platzierst. Also es war ein riesen Spaß und die Strecke ist wirklich toll und einzigartig und ich würde am liebsten irgendwelche Rennautos hier die ganze Zeit fahren. Beim nächsten Mal auf der langen Geraden ist es wahrscheinlich das Finale, also vielleicht wird es der Sieg. Danke und vielleicht kannst du mir ja einen kleinen Tipp geben als Spotter. Ja, Mike Rockenfeller, schafft er heute endlich den ersten Sieg, vielleicht auf seiner Lieblingsrennstrecke der Nordschleife oder vielleicht sogar Michael Niemers, der führende Fahrer der RCCCO eSports Series, der auch eine kleine Vergangenheit auf der Nordschleife hat. Michael Niemers hat von Anfang an die neue RCCCO eSports Series dominiert. Der Modellbaukünstler und erfolgreiche Slotracer hat auch einen Hintergrund im echten Motorsport. Ich bin früher Radrennen gefahren und habe dann irgendwie über das Fernsehen die Leidenschaft für den Motorsport entwickelt, habe Rennen angeguckt, meine Lizenz gemacht, bin dann im Langstreckenpokal gefahren auf der Nordschleife, das nicht ganz unerfolgreich. Bin dann relativ zügig in ein Formel-Cockpit gekommen, in der Formel BMW. Bin da gegen Sebastian Vettel und die ganzen anderen Chaoten Rennen gefahren. Und habe mich dann aber entschieden, erst den Berufsweg einzuschlagen, um dann später noch bei Kartrennen unter anderem die AVD Kart Trophy zu gewinnen. Dank der RCCO hat Michael Niemers im letzten Winter den E-Sport für sich entdeckt und macht den DTM-Fahrern jetzt das Leben schwer. Ich finde E-Sport mega und spannend hier finde ich ist einfach, dass jeder das gleiche Material hat. Das heißt, es gibt da keine Nachteile für niemanden und deswegen denke ich, dass das sehr viel Chancengleichheit bietet und damit auch sehr nachhaltigen Sport. Aber Michael Niemers ist nicht nur wegen seiner Schnelligkeit bekannt geworden. I was in the complete wind shadow. Now I have no wind shadow. No wind shadow. Yeah. Kind of a toe, I would say.
Kind of. Go inside. Go, Wind Shadow. The Wind Shadow. Famous race shadow. Home Wind Shadow. Watch out, mate! Watch out! I'm your Wind Shadow! Ich war überrascht, wie stark der Windschatten bei unseren Autos wirkt. Ich hatte aber den englischen Begriff Slipstream nicht im Kopf, und so habe ich Windshadow gesagt. English language memory was not coming to the word Slipstream. So I said to the guys, wow, this is a big Windshadow. And I think this creates, das hat für einen kleinen Running Gag gesorgt, denn wenn ihr euch die Rennen anschaut, dann kann man förmlich darauf zählen, dass irgendeiner der Fahrer plötzlich von Windshadow spricht. Das ist sehr lustig. How often somebody is saying Windshadow, it's quite funny, yeah. I'm your Windshadow! Sechste Veranstaltung der RCCO Race Home. Hier stehen sie aufgereiht für das, was eigentlich Q4 ist. Also in dem Fall der Last Chance Qualifier mit dabei. Müller, Freins und noch viele der Slotka Racer. Auch Dries Vantor, Thomas Vogt, Jamie Green und Matthias Franzen. Der nimmt Bild Audi e-tron Vision Gran Turismo steuert. Ab geht's! Einmal um die Nordschleife mit der Grand Prix-Strecke. Nico Müller, toller Start. Robin Freins aber, der direkt Druck auf den Leader macht. Auf den Schweizer, leichte Berührung da vorne, aber nichts passiert. Schauen wir rein beim Niederländer. Yeah? I didn't even feel anything. Well, you wanna feel it again? Also, bisschen rempeln, rubbing is racing, wie der Amerikaner sagt. Und das sehen wir hier auch ganz entspannt und sehr gerne beim Zuschauen. Dries Vantor macht sich bereit, auf die dritte Position nach vorn zu gehen. Steffen Walter dreht sich da raus, der die Auktion gewonnen hat. Ein riesen DTM-Fan. Jedes DTM-Rennen seit 2003 hier auf dem Nürburgring besucht. Dries Vantor kurz neben der Strecke gesehen, der im WRT Audi not seen sitzt. An Apex yet in this race, man. Yeah, I noticed. Fuck. Im Übrigen René Rast, diesmal leider nicht dabei. Wichtige private Verpflichtung. Nico Müller hat die Nase vorn und Robin Freins folgt auf dem Fuße. Die beiden setzen sich da etwas ab vom Feld. Ja, das jetzt you need to finish square top 2 or 3, I think. No, it's usually not. It's faster. Yeah, it's cool. Richtig schnell, die Audi e-tron Vision Gran Turismo. Die hat 815 PS bei 1450 Kilogramm, aber 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und die Elektro-Power kommt sofort. Scotty, der Jagd auf Steffen Walter macht. Rennname Delfino auf der dritten Position. Und hier kommen die Top 3 weiter. Freins neben Müller und setzt sich in Führung. Ganz oben am Arenberg. Geht's runter Richtung Fuchsröhre. Beiden haben sich da schon gewaltig absetzen können. Von Steffen Walter, 32 Jahre alt. Zweijährige Tochter, wohnt in Langenfeld. Der Softwareentwickler. Keine Zeit, seine Simracing-Bahn aufzubauen. Aber, ja, kommt offensichtlich richtig gut mit dem Controller klar. Er freut sich riesig, mit seinen Idolen zusammen im Rennen zu sein. Und er hat jetzt die Chance, vorbeizugehen an Nico Müller, der sich hier rausgekegelt hat. Like, really? In jedem Fall ist er jetzt ein bisschen mehr in Schlagdistanz als vor Müllers Ausrutscher. Freins damit vorne auf und davon. Dries Vantor auf der vierten Position.
Der Sieger von 2019 bei den 24 Stunden. Dahinter Björn Skotke auf der 5 vor Franzen Bond. Matthias Franzen, die 33 im Bildrenner. Müller nach wie vor auf der 2, aber jetzt 6,6 Sekunden zurück auf den Niederländer Robin Freins. 6,5 seconds. Yeah, but you're closing, huh? Am Bergwerk, so bis 1900 Blei und Kupfer abgebaut wurden. Aber das interessiert die Jungs jetzt nicht am Lenkrad. Durchs Kesselchen unterwegs mit Robin Freins. Klostertal. Die Mutkurve. Hier gab es eine Steilstrecke, um Autos zu erproben, aber die ist jetzt nur noch als Fußweg offen. So, Freins geht rein in die Kurve. Nico Müller. Immer noch 6,5 Sekunden der Rückstand. Dries Vantor auf der 3, aber steht unter Druck von Delfino, beziehungsweise hat sich vorbeifahren können am Drittplatzierten an Steffen Walter. Schauen wir rein beim Belgier. In seinem Rennsitz am Simulator sitzt. Sein Audi e-tron Vision Gran Turismo hier pilotiert. Reich Wippermann. Hat einiges zu tun, auch mit den Füßen. I think he was gaining. No, I made a mistake again. Brünnchen. Robin Freins, ja, 5,6 Sekunden Vorsprung, das reicht. Aber die Top 3 kommen weiter. Haben wir bereits gesagt. Stefan Bellof S. Mit Nico Müller. Hoch zum Schwalbenschwanz. Und Dries Vantor hat sich gedreht, der Drittplatzierte. Aber genügend Vorsprung auf Delfino. Steffen Walter. 4,5 seconds, it was 6,5. Yeah, now I made a mistake. Still 4,5. So, und anders als Q1 bis 3, der erste Lauf ist das Ganze nice hier view, etwas that you drive in a hurry, that's low. Das merkt auch Robin Freins, der Führer. Oh man. No wind shadow here. I saw you gaining. How much you have on the clock? 355. 355 km/h auf dem Tacho bei Robin Freins. Vorhin gelernt, im Windschatten geht da noch einiges mehr, aber dafür gibt es in dieser Kurve keine Kollision. Da war auch Robin Freins vorhin drin verwickelt. Und der holt sich hier jetzt seinen ganz klaren Sieg beim Hoffnungslauf. Ah, good job, und sichert Robin. Sich damit den Einzug yes. ins Halbfinale. Genauso wie Nico Müller und der Drittplatzierte Dries Vantor, der trotz Abflug die Nase hier unter den Top 3 gehalten hat. Gratulation! Robin Freins, Nico Müller und Dries Vantor. Well done, Robin. Da, Gratulation, Robin, gut gemacht. Also ein Sieg für dich. Last race we letztes saw in Bathurst, we saw in Bathurst. Da bist du mehr oder weniger über die Wand gegangen nach einem Kontakt mit Nico Müller und jetzt hast du ihn geschlagen, also das auf der Nordschleife mit einem ganz großen Vorsprung, als er auf halber Strecke irgendwie abgegangen ist.
Ja. After Bathurst having a bad result, schlechtes Resultat in Bathurst, aber jetzt eine gute Revanche. He did a mistake, which he normally never does, normalerweise macht er keinen Fehler, aber heute hat er es gemacht und damit hatte ich das Glück und damit auch einen großen Vorsprung über die Linie. The same thing in the next mal auch in den nächsten Rennen. Robin Freins, also der Sieger dieses Q4-Qualifikationsrennens, und er hat auch sichtlich Spaß an der Nordschleife einer Rennstrecke, auf der Mike Rockenfeller sehr, sehr gerne wieder mit der DTM fahren würde. Die Nordschleife ist die längste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Boah, the thing lifts on the Flugblatt is unreal. Mike Rockenfeller wurde ganz in der Nähe geboren und wünscht sich seit Jahren nichts mehr als ein DTM-Rennen auf der Nordschleife. Sure, I'm not a technician, but natürlich bin ich kein Techniker, aber ich sehe überhaupt keinen Grund. Die Autos sind die sichersten, die man sich vorstellen kann. Ich denke, es ist sicherer, mit 18 DTM-Autos über die Nordschleife zu fahren, als mit 200 GT3-Autos. Die DTM-Autos sind natürlich etwas schneller, aber ich denke, die Bilder, die wir sehen würden, die Überholmanöver auf der Döttinger Höhe, selbst wenn wir nur wenige Runden fahren. Wenn ich an die alten Bilder, die Szenen denke mit den Autos auf der Nordschleife, wie sie die Beine heben beim Springen. Für mich ist es genau das, was wir brauchen. Und jetzt sind wir im Halbfinale. Nur die beiden Besten kommen weiter ins große Superfinale. Mit dabei Patrick Greenhell Driver, Jacinski, Mike Rockenfeller, Michael Niemals, Robin Freins, Nico Müller. That's why actually I'm saying it. Und by nearly 10 p.m. you should be waking up, no? Haben wir kurz rein, dass die Jungs noch gesagt haben. Natürlich Dries Fantor im Gast WRT e-tron. Ampeln sind an. Wieder eine Runde und ab geht's. What a lovely start. Mike Rockenfeller, muss sich einsortieren hinter Patrick Jacinski. Oh yeah, yeah, what can I do? Robin Freins mitten im Getümmel, leichte Berührung mit Rockenfeller. Was that freeze or what? Wieder Patrick Jacinski hat die Nase vorn. Hey. Oh, somebody is off kurz. Letzter damit. Dries Fantor auf der 2 macht Jagd auf den Führenden, der ja mit Riesenabstand das Qualifying-Rennen für sich entschieden hat. Der ausdrücklich gesagt hat, eine reinfizierte Ehre. Spätes Bremsen bei Nico Müller. Leichte Beschwerden. Rockenfeller hat die Nase vor dem Schweizer. Auf 3, hier sehen wir ihn. Und macht damit Jagd auf Dries Fantor. Nico Müller abgeschlagen auf der 4. Position. Versucht hier, sich den Rockenfeller wieder zurechtzulegen. We stay like this in the Döttinger Höhe, have fun, eh? Ja, und wenn es so auf der Döttinger Höhe ausschaut, dann wird's lustig. Dries Fantor macht Druck auf Patrick Jacinski. Richtung Nordschleife. Hoheneichen, Quittelbacher Höhe. Insgesamt sind es 73 Kurven, davon 2 überhöht. Und das sind die beiden letzten überhöhten Kurven in Europa, die wirklich gefahren werden. Dries Fantor am Straucheln und verliert da gleich eine Position an Mike Rockenfeller. Aber es spielt natürlich alles unserem Gastfahrer Patrick Jacinski in die Hände. Der Winner des Design Contests. Boah. Hey man, it's too fast. My left. Feel like Timo Bernhard. My thumb is going like. Timo Bernhard, der hier im Porsche 919 Hybrid Evo. Oh, guys, sorry. geknackt hat. Das Entschuldigung war Robin Freins, der hier ein bisschen mit Überschussgeschwindigkeit hinten reingeknallt ist. Nico, let's try to get the guy in front. Und Mike Rockenfeller bläst zum Angriff auf den Führenden, auf Green Hell Driver. Sorry, Mike. Nico weit raus, auch Mike Rockenfeller daneben der Strecke. Nein, neuer Zweitplatzierte jetzt der Schweizer. I didn't touch you, No. Die beiden haben sich nicht berührt. Okay.
Aber trotzdem 3 Sekunden der Vorsprung von Green Hell Driver Jarczynski. 3,7 Sekunden der Abstand von Müller, leicht abnehmend, aber jetzt nur keinen weiteren Fehler, Jungs. Hey, you arrived so fast. Und hier sehen wir den Führenden. Der Eigentümer von Ringfizier Sim Racing. Da schauen wir rein an seinen Arbeitsplatz. Sein Kollege V.S. Steiner hat das Design gemacht, das ihn dann nach der Auswahl von allen DTM-Piloten hier in den Sitz der grünen Hölle gesetzt hat. Seine Lieblingsstrecke. Passionierter Simracer. And the brakes. Wow. So, Abstand jetzt auf 4 Sekunden angewachsen von Nico Müller. Rockenfeller war wieder rangekommen an den Schweizer. Die beiden sollten sich jetzt vielleicht ein bisschen gegenseitig mit dem Windschatten ziehen. Hier auf Robin Freins gucken, den 6-Platzierten. This one you got good, Nico. Boah. That was mega, eh? Oh, I was proud of myself. That was good, like. Kesselchen. But now you come flying, Rockenfeller unterwegs. But that's the place where you don't want to have a bad exit. Da willst du bestimmt keinen. Nicht den Ausgang der Kurve verpassen, sagt mal Rockenfeller. Nico Müller nach vorne leicht am Straucheln. Okay, ist dran. Es gilt, unter den ersten beiden ins Ziel zu kommen, um dann im großen Superfinale dabei zu sein. Und Mike Rockenfeller macht das, ja, geht vor auf Platz 2. You know where it counts to be. Er weiß, wo es zählt. Caracciola Karussell. Yeah, hat Rocky die Nase vorn. I'm trying. Michael Niemers, der 4. Platzierte, hat Nico Müller schon mal in Sichtweite. Der Vorsprung von Patrick Jarczynski wächst immer weiter an. Unglaublich, was der Simracer hier zeigt gegen die ganzen Pros. Not at all. It's jumping like Rasehase. Die Autos springen wie ein Häschen. Christopher Hasian Bathurst dabei gewesen bei RCCO. Hashtag Race Home Charity Series. Jetzt aus der Sicht vom 3. Platzierten Nico Müller. Der hier im Windschatten hinter Rockenfeller hängt. Rockenfeller, der 2006 die 24 Stunden gewonnen hat. Nico Müller im Jahr 2015, also eine Reihe Nürburgring-Sieger hier am Start, aber allen voran turnt im Audi e-tron Vision Gran Turismo Patrick Jarczynski. Sorry. What happened? Vor dem Feld weg und Nico Müller. What happened? Surprised by your breaking point, my friend. I wanted to let you by actually. Yeah, I knew. Vom Bremspunkt, like, wollte da den Kollegen vorbeilassen und gleich eine Position verloren an Michael Niemers. Yeah, now Niemers is coming, my friend. No. So, Rocky, zieh dich warm an. I went off. Michael Niemers kommt in großen Schritten auf der Döttinger Höhe aus dem Windschatten, setzt er sich nebendran, der Wind Shadow Man. Und geht damit vor auf Platz 2. I see you guys, like, at the end of the Döttinger Höhe, I just came up. Ja, but the problem is, it's not over yet. Auch Nico Müller mischt noch mit und jetzt gilt es, den Bremspunkt richtig zu wählen. Rocky vor, we can never make it dran. Das wird wieder haarig. Sorry. Hey! Niemers in der Mauer. Müller auf 2, Rockenfeller auf 3. Und hier sehen wir den Sieger. Patrick Jarczynski direkt qualifiziert nach dem Sieg im Vorlauf. Jetzt auch der Sieg im Halbfinale. Weiter ist auch Nico Müller der Tabellenführer. Und die beiden sehen wir gleich wieder. Yeah, it's like this, I saw you came to the crest and then bam. And then I went everywhere. Sorry. Anyway, it was good fun. The wind shadow is really helping there. Hey, you passed me, I passed you, you passed me. Yeah.
So it's straight. Incredible how much gap I could gain in the wind shadow. Yeah. Oh, I never really make it to the final. So always see, P3. The wind shadow man, yeah. if they do not complain, we'll anyway, so one and two, I think it's clear. So we have the two drivers for the final. But now my it's a little bit harder. It was really, really close. Aber das war jetzt ein bisschen härter, war wirklich eng. Und ein kleiner Fehler, dann wären die direkt hinter mir gewesen. Ja, die haben auf jeden Fall hart gekämpft hinter dir. Aber du hast jetzt schon wieder gewonnen. Und jetzt wirst du mit Nico Müller als Tabellenführer in der Meisterschaft bislang fahren, hat auch zuletzt in Battles gewonnen. Da freue ich mich sehr drauf. Aber im täglichen Leben fährst du dann auch wirklich auf dem Nürburgring mit einem richtigen Rennauto, mit einem Straßenauto? Nee, nur ich fahre nur Simulation. Bist du da schon mal richtig rumgefahren? Yes, my last car was a Volkswagen GTI. And, I drove ja, aber ich hatte einen VW Golf GTI und mit einem alten Subaru Impreza bin ich da auch schon rumgefahren. So vielleicht 11 Runden, mehr nicht. Das ist gut. Vielleicht, wenn du jetzt gewinnst, dann könntest du ja ein Audi kaufen und mit einem richtigen Auto über die Nordschleife fahren. Ich wünsche dir viel Erfolg im Finale. After the start with a very hot also pass Nico auf, Müller, Turn 1 mit einem heißen Nico Müller. Ich wünsche dir alles luck, Gute Patrick. Und viel Erfolg, thanks, Patrick. Thanks. Der Green Hell Driver, also ein Nordschleifen-Experte auf der Pole Position, aber mit einem Auto, das er noch nicht so ganz gut kennt. Der Audi e-tron Vision Gran Turismo, ein Auto, das speziell für die PlayStation von Audi entwickelt wurde. Es wurde aber auch ein Exemplar gebaut in Real für die Audi Driving Experience und auch von der RCCO ein Slotka entwickelt. Sehen Sie selbst. Of the Audi Vision Gran Turismo. We just made the rollout, it's brilliant, but I definitely need some more practice in this one. Schon sind wir im großen Finale. Rechts Patrick Jaczynski, links Nico Müller, beide in grün-weiß. It's green versus green car. Let's get rock. Also green hell, green cars. Let's go rock. Das sagt Tom Christensen. Wir sind bereit, wieder eine Runde. Die Spannung steigt. Patrick Jaczynski macht sich bereit. Auch Nico Müller, der Contender auf der zweiten Position, der Tabellenführer. Die Ampel geht aus auf grün. Es ist angerichtet. Wie gewohnt setzt sich Patrick Jaczynski in Führung. Well done, Patrick. Green Hell car goes to the inside. Toll gemacht, Patrick. A little bit slow on exit, but he leaves no space for Nico Müller to be able to attack Nico Müller so far. Platz, um einen Angriff zu setzen. Also tolles Ding. Down the fast left-hander. Da macht sich die Erfahrung right bemerkbar, zumindest die am Sim. Getting a good exit, down to the Dunlop corner. Und damit geht's runter zur Dunlop-Kurve.
konzentriert. Da ist keine Zeit für Spaß bei Patrick Jaczynski. Hier geht es um alles. Hier geht es um 10 oder 6 Punkte für den Sieger. Going towards the bit corners. Aber Nico Müller macht das clever. Bleibt da einfach auf 2. Ein Schlag gerade noch vermieden. Tactical move. Ah ja? Kollegen ein bisschen aus dem Tritt bringen. Nice combination between those two. Tja, Nico und gleich auf. Nico setzt sich in Führung. Konter kommt nicht. This is first time somebody is. Oh, sorry. Da gab es eine leichte Rempelei. Jaczynski. I was a bit early. Kurz. Oh, ja. Ein Stupser gegen Nico Müller. Zum ersten Mal ist ein DTM-Fahrer oder einer aus der RTCO-Truppe tatsächlich in Führung. Yeah, like yeah, yeah, I know it. It's heavy. Aber so richtig weg kommt Nico Müller nicht. Man sieht den beiden Jungs an, wie sehr sie Spaß haben hier am Sim Racing auf der Nordschleife. I can feel you breathing, man. Ich kann deinen Atem hören. Ich glaube, der Puls ist jenseits der 120 bei beiden. Da sprühen die Funken. Der Angriff kommt von Helldriver auf der Außenbahn vorbei. Green Helldriver makes a move. No. Und zu weit raus. Heck verloren. Und damit ist er jetzt erstmal ein ganzes Stück hinter Nico Müller. Fast 3 Sekunden. Über 3 Sekunden. Nico Müller auf der ersten Position. Come on, Patrick. Wird da angefeiert von Tom Christensen. Da sind die Hint. Und die kleinen Unterstützungen vom Mr. Le Mans. Das ist die Sicht von Jaczynski aus seinem e-tron Vision Gran Turismo. Da vorne ist Nico Müller gerade aus dem Bild gefahren. Did he pay you, Tom? Where? Did he pay you? Nico, focus. Maybe tell us a little bit where you are, Nico. Tell me about the corners. Tell me about the handling. Yeah. Give us some information, Müller. I have no clue, my friend. I'm somewhere at the lowest point of the circuit. Also, Nico ist irgendwo am tiefsten Punkt der Strecke. And I have understeer. Left-hander, right-hander. Exactly. Gleich. I'm going straight. Don't keep right-shied. Yeah, this one here I know. Yes. I've bought some chocolate here on the right-hand side. You get the best curry sausage. Ah, so I made a mistake. Da gibt's die beste Currywurst, sagt Patrick Jaczynski, die kennt er. He's leaving me in, so you guys are doing a good job. Aber die beiden Jungs sind richtig gut unterwegs. 2,6 Sekunden, jetzt nur noch der Abstand. Outer left. It's back work. Also, Jaczynski holt auf wieder. About halfway around the lap. Halfway. Yep. So we're coming. Halbe Runde. Which one is Mutko? Is the second left calendar or already this one? Oh, here? No. Nächstes die later. Yes. Yeah. Were you doing as fast with your Golf GTI, Patrick, like you were doing with the Audi Vision GT? I think the VGT is a little bit faster, yeah. Die Mutkurve. Steilstrecke hier. We are now, no? Yes. 1,8 Sekunden und zu weit raus. Green Hell Driver mit dem zweiten Fehler. Da steht er wohl unter Druck. Patrick Jaczynski. Wenn ich richtig gehört habe, ging es gerade ums Radfahren. No! Come on, Patrick, erneut von der Strecke. Jetzt ist er komplett aus dem Tritt. Schade, schade. When are they doing the bike race there, Nico? Is that in the normally? This year it's cancelled. Yeah, sure. But normally in September. Or? I think it was normally in early summer, no? Frühsommer muss das normalerweise gewesen sein, sagt Nico Müller. I did once.
I will never do it again. Also ich mache da nicht mehr mit. How big team were you? How many were you on the team? Four. Vier Jungs im Team. Come on, Patrick. We need a push. 9 seconds. Christensen feuert Patrick Jaczynski an. Der Sieger des Design Contests. Auch so könnt auch ihr mitmachen. Entweder einen Sitz ersteigern auf racehome.rcco.ag. Yeah, he's gone. 11 seconds now. Oder 12 seconds. Ein Design machen für den Audi e-tron Vision Gran Turismo. They're very nice. Was dann von den DTM-Fahrern als Siegerdesign ausgewählt wird, so wie es Patrick Jaczynski gemacht hat. It's a logo of Nico Müller mit Fehler. A friend of mine, he's a streamer on Twitch, a Gran Turismo streamer. And it's his logo. He seems a very nice guy. He's very friendly. Yes. But he looks bad. Okay. He's really a nice guy. He's we're making some streams together, Gran Turismo streams. Der Rückstand. And congrats, Nico. Ah, nice. Not done yet, man. I made that mistake once in karting to celebrate one lap too early. I will never do that again. Tiergarten. Und er sagt gerade, er wird nie wieder zu früh feiern. Aber, tja. Mit dem dritten Sieg in Folge sichert sich Nico Müller seinen Vorsprung in der Tabelle über die sechste Veranstaltung. Und Patrick Jaczynski kommt zurück, sagt er, der Terminator. But for today it's enough, I think. I'm completely red. It's brutal. It's so warm here. I bided it 15 minutes before the race began. Yeah, you were fast, man. You would have kicked my butt if it was a normal lap. Well done, Nico Müller. Also Gratulation, Nico. Das hast du richtig gut gemacht. Interlagos in Brasilien, dann Bathurst in Australien und jetzt die grüne Hölle. Nürburgring-Nordschleife. Drei Siege in Folge. Das wird langsam ein bisschen langweilig. Das war ein tolles Rennen hier gegen Patrick Jaczynski, der einfach als Gastfahrer dabei war und eigentlich kein Rennfahrer ist. Ja, vor allem die Nordschleife war jetzt besonders aufregend. Tolle Kämpfe, die wir da hatten, schon im Halbfinale. Michael and Rocky were fighting going into the last corner and I Michael Niemas und Rocky haben in der letzten Kurve gekämpft und ich kam aus dem Windschatten und beide dann neben der Strecke und ich habe dann am Ende als glücklicher Zweiter das Superfinal erreichen können. Und unser Gastfahrer Patrick war super, super schnell. Wenn der seinen Fehler dann nicht gemacht hat nach dem Schwedenkreuz auf der Bremse, dann hätte er auch noch gewinnen können. Aber ihm fehlt natürlich die Erfahrung aus den Kämpfen in den Qualifying-Rennen. Also der Windschatten war einfach Wahnsinn, den wir da im Pulk hatten, aber er war einfach vorne alleine weg und wir hatten dann 25 km/h mehr auf der Uhr als die anderen. Ja, toll zu hören, wie ihr euch unterhalten habt in der Runde um die Strecke, aber trotzdem fokussiert geblieben. Aber du fragst jetzt nicht nach Ballast, damit wir dich ein bisschen langsamer machen vor dem Rennen nächste Woche. Ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Ich war nicht der Schnellste auf der Nordschleife. Aber in unserem kompakten Format ist einfach kein Platz für Fehler. Und ich bin einfach froh, dass ich es die letzten drei Mal immer ins Finale geschafft habe. Und damit ist alles möglich. Ich glaube, mein Leben wird beim nächsten Mal wieder schwer. Danke. Wir denken nicht über Elektroschocks nach, sagt Tom Christensen. Nico Müller schafft also den dritten Sieg in Folge. Der Blick auf das Ergebnis. Es hat sich noch ein bisschen was geändert. Robin Freins wurde vom 5. auf den 6. Platz zurückversetzt, denn er hat nämlich bereits seine dritte gelbe Karte bekommen für die Kollision mit Dries van Thor im Halbfinale. Der Blick auf den Punktestand. Nico Müller, klarer Spitzenreiter bei den Fahrern. Und in der Teamwertung hat das Audi Sport Team ab Sportsline die Führung weiter
ausgebaut. Weiter geht es bei Race Home schon in der nächsten Woche, nämlich am Dienstag um 20 Uhr zur gewohnten Zeit sehen wir uns wieder. Die Rennstrecke wissen wir dann allerdings noch nicht.